Ja, und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Und wir sind hier dabei, einen Mordfall aufzuklären. Brauerei und der Verladebereich, den haben wir doch gerade befragt, ne? Jo. Und wir hatten ja hier diese Quest angenommen in der letzten Folge. Es wurde jemand umgebracht und jetzt sollen wir den Mörder finden. Lagerhaus Kohlehalte. Wo muss ich denn hin? Jetzt gehen wir mal Brauereieingang. Hinweise gefunden. Wie gesagt, ich war drin. Hatte keine Gelegenheit, draußen eine zu rauchen. Colton ging aber. Reden Sie mit dem. Er arbeitet gerade in der Verladung. Okay. Das ist eine gute Frage, ne? Setzen Sie Ermittlungen fort. Okay, und was... das ist eine schwierige Angelegenheit hier. Was haben wir hier noch? Achso, das sind die anderen. Okay, fragen wir den nochmal. Mal gucken, ob wir hier noch was finden. Überprüfen Sie die Fallakte, um Ihr Gedächtnis aufzufrischen. Ja. Yeah. Okay. Könnten wir ja mal machen. Nee, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich nicht hin. Templerverschwörung, groß. Hier haben wir es doch. Lagerhaus, Wilkins Leiche. Eine Stichwunde in der Brust, Gesicht mit einem Halstuch bedeckt. Der Brief, dass jemand die Kinder verkloppt. Lagerhaus, ein mittelgroßer Schuhabdruck. Der Abdruck eines mittelgroßen Arbeitsschuhs. Der Abdruck wird durch Kohlenstückchen... genau. Kleines Messer. Lagerhaus, der Abdruck eines großen Arbeitsschuhs. Ein großer Arbeitsschuh und ein mittelgroßer Arbeitsschuh. Also es waren zwei da. Zigarettenstummel. Eines großen Arbeitsschuhs. Ausgedrückter Zigarettenstummel. Okay, die Zigaretten und der große Arbeitsschuh. Das scheint mir das zu sein, was wichtig ist. Okay, du da... Ich und Wilkins haben hier draußen gearbeitet. Wir hörten Schreie. Wilkins ging nachsehen, was da los war, und dann kam er nie zurück. Dann bin ich selbst gegangen und da lag er, tot. Ich blieb nicht da, schließlich könnte mich ja jemand verdächtigen. Okay. Das Seltsame ist, Wilkins hatte kein Halstuch um, als ich mit ihm geredet habe. Nur die Arbeiter in der Brauerei tragen die. Reden Sie doch mal mit Morris. Ich habe vor Monaten aufgehört, aber wissen Sie, ich habe jemanden von der Brauerei rauchen sehen. Ich weiß aber nicht, wer das war. Er weiß nicht, wer das war. Verladebereich. Okay, wo die Fußabdrücke führen dahin. Und das sind hier lang. Kohlebrocken. Mehr Kohle. Suchen Sie nach Spuren. Kohlebrocken. Mittelgroße. Suchen Sie nach Spuren. Mittelgroße Fußabdrücke. Große Fußabdrücke. Drücke. Kann ich die? Oh, was haben wir hier? Ich sollte zurückgehen und danach fragen. Zwei verschiedene Fingerabdrücke. Also hat der Mörder dem Kleinen das Messer in die Hand gedrückt. Wahrscheinlich als er bewusstlos war. So, aber wo führen mich denn die großen Fußabdrücke hin? Ne, das sind ja die falschen. Ja, ja, geh mal auf die Seite, kleiner Mann. Großen Fußabdrücke suche ich. Da hinten steht doch auch noch jemand rum. Wer bist denn du?
Den habe ich doch schon befragt, ne? Im Verladebereich. Wilkins. Ich unterhielt mich mit einem der anderen, als ich einen Tumult hörte. Ich lief hinein und fand Wilkins tot. Armer Kerl, ermordet von diesem Bastard, den wir in Lohn und Brot halten. Ach, na und? Also rauche ich dann und wann? Spielt das eine Rolle? Also ich würde auf ihn tippen. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich sollte der Vorarbeiter sein. Wilkins hat die Blagen bemuttert wie eine Glucke. Er kam und hat mir verboten, den Bengel zu verprügeln. Das war weitaus schwieriger, als es ursprünglich erschien. Gut gemacht. Ab in den Kerker mit dir. Sehr schön. Eine Handgreiflichkeit zwischen einem Jungen und einem Arbeiter endet für den Arbeiter tödlich. Der Junge erinnert sich daran, ein Messer erhoben zu haben, aber nicht an die Tat selbst. Hat er es getan? Nein. In Wahrheit hat er tote Schreie gehört und wollte helfen. Als er eintraf, fand er den bewusstlosen Jungen und einen anderen unverletzten Arbeiter vor. Tom Calton, aber Calton, der schon lange einen Groll gegen Wilkins gehegt hatte, handelt geistesgegenwärtig und erstach den Mann mit dem Messer des Jungen. Danach legte er sein Halstuch auf Wilkins Gesicht. Seine Geistesgegenwart hat sich jedoch nicht ausgezahlt. Calton wurde als der wahre Mörder entlarvt. Okay, sehr schön. Bewerten? Ja, fand ich jetzt nicht so schlecht. Alles klar. Und dann schauen wir uns das mal an. Inventar. Monturen. Was haben wir denn hier? Ja, finde ich jetzt auch nicht so nice. Was haben wir hier? Okay. Farben, Upgrades, lalala. Ist das nicht im Inventar? Gang Upgrades, Herstellung, Inventar. Schusswaffen, Gürtel, Monturen. Lalala, was haben wir hier? Naturburschen. Verbessern, ne? Verbessern? Wieso verbessern? Ausrüsten. Okay. Dieser Gegenstand muss hergestellt werden. Okay. Ist der cool? Ich weiß es nicht. Können wir ja mal nehmen. Ausrüstung, Schusswaffen, Gürtel. Alles klar. Sehr schön. Haben wir das auch geschafft? Einen Fähigkeitspunkt erhalten. Was? Was war das jetzt? Okay, kriegen wir nochmal rein. Fähigkeiten. Einen Punkt, ja gut, den hebe ich mir auf. Und dann wollen wir mal weiterziehen. Und dann will ich jetzt endlich mal noch vielleicht die hier, die Schatzkarte-Kiste hier holen. Wo ist denn die um Himmels Willen? Da, in der Richtung. Okay, diese Richtung. Wo war das? Hier. Okay, da wollte ich eigentlich, glaube ich, nicht hin, aber ist egal. Lirum larum Löffelstiel. Darüber. Na komm schon. Da ist die, alter Schwede. Das gibt's ja nicht. Schloss knacken, bitte. Dankeschön. Ja.
Sehr schön. Verschlossene Truhen, Gürtel, lalala. Gürtel? Was? Ja, vollendet. Verschlossene Truhen. Okay, vollendet, was weiß ich. Inventar. Gürtel. Schlägergürtel, okay. Nehmen wir uns doch den mal. Ja, warum nicht? Sehr schön, dann schauen wir mal in die Karte und dann wollen wir noch ein bisschen was anderes machen hier. Und zwar, was haben wir denn hier? Ein Löffel Sirup. Den da würde ich gerne jetzt mal in Angriff nehmen. Den würde ich gerne in Angriff nehmen und dann würde ich sagen, das ist ziemlich weit, die ganze Angelegenheit. Das ist mir zu heftig. Wir haben hier bestimmt noch irgendwo einen Aussichtsturm in der Nähe. Den habe ich ja schon. Schnellreise. Schnellreise. Ich bin da oben. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns doch noch den hier mit. Oh, der ist weit weg. Rüber da. Ja. Machen wir mal hier den Spider-Man. Sehr schön. Da brauchst du nicht mal den Boden berühren. Nicht schlecht. Na komm. Zackeldi, zackeldi, zickeldi. Ja, wenn der auch mal dahin gehen würde, wo ich das möchte, wäre ja auch mal schon mal nicht schlecht. Jawohl, darüber. Sehr schön. Ja. Yeah, ist das nice. Ja, darüber, genau. Voll Spider-Man-like. Jaha. Jawohl, und rüber da. Na, Kiste da hoch. Jawohl, und da lang. Jawohl. Jaha. Sehr schön. Ja. Ja. Komm. Jawohl. Sehr schön. Ich meine, so kann man sich natürlich fortbewegen, ohne auch nur ein einziges Mal den Boden zu berühren. Auch nicht schlecht. Jawohl. Jiha. Und man kann große Freiräume überwinden. Finde ich geil. Jawohl. Oh, da ist ein Glitch. Da ist noch ein Glitch. Da ist ein... Oh. Ei, ei. Okay. Hoch da. Wieso bin ich da jetzt runtergeklatscht? Ich weiß es nicht. Na komm. Na komm. Na komm, jawohl. Halt, ich höre doch da was. Ach, das war der Glitch, genau. Ich hatte ja einen Glitch gesehen. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da oben. Na komm, geht da hoch. Hoch. Geh doch da hoch. Jawohl. Und jetzt da rüber. Jawohl. Sehr schön. Rüber. Iha. Und da oben fliegen Vögel. Ein Vogelschwarm. Wie geil ist das denn? Iha. Spider-Man lässt grüßen. Sehr schön. Und weiter geht's. So. Komm ich da rüber? Jawohl. Komm ich. Sehr schön. Und darüber. Darüber. Jawohl. Weiter. Oh. Hoppala. Nein. Nein. Jawohl. Darüber. Sehr schön.
Iha! Und einmal Musik genießen. Yeah. Ich mag das ja in Spielen. Einfach mich mal umzuschauen und auch mal die Musik zu genießen. Und wir werden und solche Sachen. Und wir werden und wir werden das auch noch öfters mal machen. Ja. Jawohl. Spider-Man-like. Ja. Und wie detailliert die Welt ist. Gigantisch. Einfach nur gigantisch. Und rüber. Jawohl. Darüber. Ja. Sperrgebiet betreten. Auch noch. Alter Schwede. Oh. Ob ich das wollte, weiß ich gar nicht. Okay. Aha, aha, aha. Identifizieren. Okay. Leiche des Ziels. Ein jahres Grab werfen. Ach du Scheiße. Okay. Auf was bin ich da gestoßen? Okay. Okay, okay. Der hat Level 7. Okay. Moment. Wie kann ich denn... Wie war denn das jetzt noch? Ah, ah, ah. Bug. Ah, ah. Tag, oder meine Hübschen. Ein kann ich hier... Nee, kann ich nicht. Ah, so war das. Okay, alles klar. Aus dem Gebiet fliehen. Okay. Machen wir gleich. Aber mein Aussichtsturm nehme ich mit. Ah, sehr schön. Nice. Yeah. Ja, nee. Ja, weiß ich gar nicht. Einfach mal fortsetzen. Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Das haben wir jetzt mal gerade mal so einfach mitgenommen. Ist uns quasi über den Weg gelaufen. Na komm, hoch da. Und synchronisieren bitte. Und was sehen meine Augen? Da komme ich nicht hin. Platsch. Hoch da. Und nochmal hoch. Komm schon. Und hoch. Und hoch. Wirst du wohl? Nein, das ist doch nicht...
Da wollte ich doch gar nicht hin. Abwärts bitte. Sehr schön. Ups. Na komm schon. Ja. Nein. Nein. Ich würde gerne darüber. Darüber. Iha. Darüber. Sehr schön. Und da hoch. Bitte. Danke. Jawohl. Sehr schön. Iha. Yes. Geil. Cool. Sehr schön. Alter, was haben wir denn hier noch? Eine Templerjagd. Ich würde mal sagen, wir machen mal mit dem hier weiter. Den nehme ich auch noch mit auf dem Weg. Ja, ich glaube, das passt auch noch in die Folge. Oder? 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 Gute Frage. Ja! Pams! Geile Nummer. Yeah, wie das wieder aussieht hier, das ist genial. Ja, meine lieben Freunde, und in der nächsten Folge werden wir uns dann diesem Aussichtsturm widmen da hinten. Und dann werden wir auch mal die nächste Quest angehen. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag. Have a nice day. Bis bald. Euer Kaffeeonkel, euer Marco. Ciao, ciao.